Jetzt haben wir ja schon viel über den Wassertitan Varuta gelernt und heute machen wir uns bereit, um diesen Titan mal einen Besuch abzustatten. Und zuerst müssen wir aber noch zu Mizu gehen und ich dachte, der sei im untersten Teil der Stadt, aber der steht hier vor der Statue. Obsolettes Geschwätz, hör zu. Okay, ich glaube, dieses Gespräch müssen wir belauschen. Was soll das? Wenn du plaudern willst, war dein Weg hierher umsonst. Ich habe nichts mit dir zu besprechen. Hör zu, Mutsu. Es gibt etwas, das ich dir verschwiegen habe. Es ist mir etwas Unangenehmes, direkt vor ihm zu sagen, aber es war Link, den meine Schwester liebte. Ja, deshalb passt auch die Rüstung. Tadellos. Ich war damals noch zu jung, um viel davon mitzubekommen, aber von meinem Vater habe ich immer wieder gehört, dass Link einen besonderen Platz im Herzen meiner Schwester einnahm. Was? Das habt ihr doch erzonnen, um mich zu demütigen. Die große Mifa hätte niemals einen Hylianer lieben können. Er erinnert sich ja nicht einmal mehr an sie. Sogar beim Anblick ihrer Statue bleibt sein Herz bei jeder Regung. Das ist die Wahrheit, Mutsu. Auch wenn sie es nie übers Herz gebracht hat, sie mit dir zu teilen. Aha. Oh shit, wie riesig ist denn dieser Titan? Weißt du noch, als wir uns zum ersten Mal begegnet sind? Du warst wirklich ein ungestümes Kind. Andauernd hattest du irgendeine Schramme. Und jedes Mal habe ich dich geheilt, genau wie jetzt. Hylianer werden so schnell erwachsen. Im Handumdrehen warst du viel größer als ich. Ich war so froh, dass ich deine Wunden heilen konnte. Ich war glücklich. Die Verheerung Ganon droht wiederzukehren. So viel wissen wir. Aber was genau auf uns zukommt, das können wir noch nicht einmal erahnen. Aber auch wenn der bevorstehende Kampf noch so hart wird, wenn du eine Verletzung davon tragen solltest, dann bin ich da und heil dich. Egal wie oft, egal wie schlimm es ist, Ich möchte dich einfach beschützen. Wenn dieser Kampf vorüber ist, dann wünsche ich mir, dass du wieder zu Besuch kommst. Wie damals. Damals, als wir beide noch Kinder waren. Was ist, Link? Alles in Ordnung? Na sowas. Du zitterst ja wie eine Kaulquappe. Was ist denn? Ich erinnere mich. Was? Erst hast du sie vergessen und jetzt plötzlich erinnerst du dich wieder? Das soll ich dir glauben? Einfach so? Beweise es mir. Geh und beweise mir, dass du es warst. Dem sie ihr Herz geschenkt hat. Ja, zeigt es die Kleidung eigentlich nicht schon? Wenn du mich überzeugst, sollst du erfahren, wo man Elektropfeile herbekommt.
Hast du es immer noch nicht verstanden? Sieh dir die Rüstung, die Link trägt, genau an. Du kannst dich umziehen, so oft du willst. Glaub nicht, dass mich das in irgendeiner Weise... Das ist doch die Zora-Rüstung. Die edle Mifa hat sie eigenhändig angefertigt und... Es sieht so aus, als besitze sie exakt deine Größe. Wie ist das möglich? Hast du verstanden? Mifa hat Link geliebt. Für ihn hat sie die Rüstung gemacht. Dass sie ihm wie angegossen passt, ist der beste Beweis dafür. Weil du Hylianna noch nie leiden konntest, hatte Mifa allen verboten, dir davon zu erzählen. Dann musst du uns jetzt wohl helfen, Muzo. Wie kommen wir an die nötige Menge Elektropfeile? Wie ich dich kenne, hast du schon einen Plan. Sollte sie die Rüstung wirklich und wahrhaftig für dich angefertigt haben? Er schmeckt mir zwar noch immer nicht, einen Hylianna um Hilfe zu bitten, aber es bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Ich bin ein Zora von Ehre. Ich stehe zu den Blasen, die ich blubbere. Ich werde dir sagen, wo du Elektropfeile in Hülle und Fülle finden kannst. Bin ich aber jetzt magisch. Dieser Berg, das ist so der sogenannte Donnerhorn, auf dem sich das Kap der Prüfungen befindet. Auf diesem Berg lebt ein gefürchtetes Monster. Es schießt mit Elektropfeilen auf jeden Eindringling. Für einen Zora sind diese Pfeile absolut tödlich. Aha, der Leune. Dieses Monster verwendet mir mit Vorliebe Elektropfeile. Du musst versuchen, ihm ein paar davon abzuluxen. Es ist sehr gefährlich, aber du schaffst das. Sicher irgendwie, Link. Um den Titanen in den Griff zu bekommen, wirst du eine beachtliche Menge Elektropfeile brauchen. Sagen wir 20 Stück oder mehr. Bleib abzuwarten, ob du es schaffst, so viele Pfeile zu ergattern. Was sagst du denn da, Muzo? Natürlich schafft er das. Gut, wir sollten ins Wasser schlagen, solange es nass ist. Okay. Der schnellste Weg aufs Donnerhorn führt die Wasserfälle im Osten des Dorfes hinauf. Ah, okay, gut zu wissen. Die Zora-Rüstung wird dir dabei eine große Hilfe sein. Schwimme einfach direkt unter den Wasserfall und dann rauf. Ich warte am östlichen Stausee auf dich, wo der Titan ist. Wenn du mindestens 20 Elektropfeile hast, komm dorthin. Ja, okay. Gut. Nehmen wir es gemeinsam mit diesem Titan auf. Ah, alles klar. Ja, dann geht's zum Donnerhorn. Ich schau nur kurz, wie viele Pfeile habe ich denn gerade? Tasche, ja, komm. Ich hab doch schon... Ach, 3 Stück, okay. Ja gut, dann würde ich mal sagen, suchen wir diesen Wasserfall. Ich wollte aber noch schauen, was dann unter dem Dorf ist. Da gibt es ja noch eine feste Stelle, oder? Na, wir können ja hier mal runterspringen. Ich dachte eigentlich... Da gibt es noch eine Flasche, aber die gibt es dann doch nicht. Okay. Ah, doch, da war sie doch. Na gut, aber scheint nicht wirklich wichtig zu sein. Oh. Und hier kann man hoch. Ja, okay. Wunderbar. Die Wasserfälle, das scheint in die Richtung gar nicht so verkehrt zu sein. Da ist auch der Prinz. Nee, das ist nicht der Prinz. Hä? Hi. Guten Abend. Du bist doch Link. Warum denn? Prinz Sidon rief laut, er wolle dem Titanen zusammen mit Link, dem Hylianna, ein Ende bereiten. Das bedeutet wohl, dass
Du das Donnerhorn erkletterst, um die Elektropfeile zu finden, ja? Falls dem so ist, hätte ich eine Bitte. Diesen Berg nennt man das Donnerhorn. Dort treibt sich ein Monster mit einer roten Mähne namens Leune herum. Warte mal, haben wir den nicht schon mal? Haben wir den nicht vor einigen Erinnerungen schon mal getroffen? Es muss jetzt nicht genau der sein. Aber kannst du mir irgendwie einen Leunen zeigen? Ja. Ach, kann es sein, dass wenn ich ihr ein Foto zeige vom Leune, kriege ich wieder einen Hinweis, wo die nächste Erinnerung sitzt? Sehr gut, wir scheinen auf einer Wellenlänge zu sein. Auf dem Donnerhorn gibt es eine Klippe, das Kap der Prüfungen. Es gibt hier einen Unruhestifter, der Leute dazu antreibt, von diesem Kap in den östlichen Stausee zu springen. Aus diesem Grund möchte ich Aufklärungsarbeit über das Monster auf dem Donnerhorn betreiben, den Leune. Wenn bekannt wird, wie dieses Ungetüm aussieht, wird sich niemand mehr zum Kap der Prüfungen wagen. Zumindest ist das meine Hoffnung. Also dann, Link. Die Einzelheiten überlasse ich ganz dir. Zeige mir einfach, wie ein Leune aussieht. Ich danke dir. Okay, dann haben wir auch noch eine Foto-Challenge und ich bin mir sicher, dass die uns dann auch sagt, wo die nächste Erinnerung stecken kann. Wie sieht es denn mit Waffen aus? Wir haben da alles, ne? Ja, wir haben da genug Waffen. Alles klar. Ich werde den Hammer aber jetzt mal wieder weglegen und das Muschin-Großschwert, ne, das Ritterschwert werde ich benutzen. Und ja, dann geht's auf zum Berg. Es hieß noch, irgendwo sei ein Wasserfall. Aber ich sehe den jetzt nicht. Dahinter befindet sich definitiv der Titan. Schau mir das aber auch nochmal genauer an. Dass man den Titan hier von hier aus hört, na, aber nur in der Cutscene. Oder? Der Mond? Hä? Ja, es ist roter Mond. Ah, oh, nee. Dann ist es wohl besser. Ich weiß, was der rote Mond, der rote Blutmond ist. Dann werde ich wohl lieber noch einen schnellen Lagerfeuer aufstellen, oder gibt es hier ein Lagerfeuer? Die Zeit zu überspringen, weil... Warum kommt dieser scheiß Mond jetzt? Ne? Obwohl hier regnet es, also eigentlich ist es total behindert. Naja, dann werden wir uns heute mal durchquälen. Sobald wir in einen Kampf geraten, werde ich aber die Zora-Rüstung ausziehen, weil die halt die Verteidigung ein bisschen nervt. Wie sieht es denn hier aus? Östlicher Stausee, Donnerhorn. Abkürzung. Oh! Abkürzung klingt gut. Der Pilz, der sitzt da so unschuldig. Ich werde ihn mal fotografieren. Ein Schleichling. Keine Ahnung, ob ich den schon habe. Nö, anscheinend nicht. Ja. Dann folge ich mal dem Weg, wo immer der sein. Ach, guck mal da. Seht ihr den Rüssel? Man sieht von hier aus den Titan. Das wird heftig. Oh Leute, das wird heftig. Und da ist dieser Wasserfall, von dem der Prinz gesprochen hat. Gehe ich jetzt mal davon aus, dass man den hoch kann. Nee, aber... Nein?
Ja, tatsächlich. Oh, lol. Link schwimmt wirklich wieder zum Radar hoch. Geil. Und wir sind schon etwas höher. Oh, Leute, ich schau mir den Titan mal an. Ich habe zwar so Angst vor dem, aber ich muss das mal sehen. Oh, das ist er also. Okay, auf seinen Rücken kommt man schon mal so. Ist heftig, oh, der ist so heftig. Ist das ein Dungeon oder was? Naja. Fürs Erste interessiert uns der leider nicht. Ich glaube, ich werde noch eine Stufe höher gehen. Um das Donnerhorn zu erreichen. Und hier kann man schon wieder aufsteigen. Sehr schön. Ob es hier oben Schreine gibt? Ja, aber Wildschweine. Ja. Macht Spaß, dieses Zelda. Also, ist wirklich was anderes. Und was ich jetzt schon sagen muss, ich finde das total geil. Also, ich finde, ich bin immer zu haben, wenn die Story ja mehr Negatives aufweist als Positives. Das gefallene Hyrule und so, das war halt eh schon bei mir. Oh mein Gott, die Hype. Nee, ich bin kein Freund von so, wie nennt man das? Von solchen, ach, keine Ahnung, Geschichten, Happy End Geschichten. Also klar, Happy Ends sind auch okay, aber nicht so, alles ist doch schön und gut, ja, diese ganzen, ja, ich glaube, ihr wisst, mir fällt gerade das passende Wort nicht ein. Oh, große Maxi-Rübe, ja, das ist was fürs Fotoalbum. Das hatten wir noch nicht. So. Kann man sicher gut essen und hier geht's nochmal hoch, also wir erreichen das Donnerhorn ziemlich einfach. Ich dachte, das sei jetzt eine heftige Bewegung der Blutmond und macht uns auch irgendwie nichts aus. Wir werden am Tage wohl dort oben ankommen. Da ist gleich mal ein Fuchs. Okay. Jetzt müssen wir natürlich vorsichtig sein. Wir sind schon fast ganz oben. Ich will nicht riskieren, jetzt sofort in einen Kampf zu geraten. Hier ist schon alles viel chilliger. Klettern kann man natürlich nicht, ne, leider. Aber es heißt jetzt Augen offen halten. Ja, ich würde sagen, im nächsten Part suchen wir den neuen. Und ja, mal schauen, was wir noch so finden. Bis dann und tschüss.